Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Hallo, ich habe null Wind. Mir geht's gut. Ganz unbesorgt. Genau. Ich hoffe, dir auch. Sir, die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Deine Mutter ist so fett, die ist größer als unsere Verluste. Dafür anstellen lassen, bam. Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt. Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Na dann, sprinten wir los. Ich muss echt erst noch damit klarkommen. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kläffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauem Licht sind sicher. Ah, gut zu wissen. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass ich hier auch die anderen Charaktere durchschalten kann. Ja genau, hier haben beide so ein graues Pünktchen. Wahrscheinlich heißt das, dass ich die schon analysiert habe. Muss ich mal beobachten, ob meine Theorie stimmt. Verzieh dich! Da unten muss ich... Okay, passt schon. Muss ich nur dran gesucht. Schienen mit blauem Signal. Und für welche der beiden Schienen steht jetzt dieses blaue Licht? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht für beide? Oder wie? Ich bleib mal so ein bisschen mittig. Ich Hier sind so viele rote Lichter an den Wänden. Das macht mir Angst. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Weiß auch nicht, welche Markierung der meint. Mit Hundeschnauzen oder irgendwie sowas. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Jetzt steckt ihr fest! Volle Kraft! Nee, warte mal. Das kann nicht stimmen mit dem Pünktchen. Aber was bedeuten dann die Zeichen, frage ich mich. Ich verstehe das gar nicht. Hilfe! Bin mal so frei. Nicht bei uns. Na dann weiter. Eins der Zeichen. Ah, den Hund meint der. Aha, okay. Stamp hat den richtigen Riecher.
Die Schnauze von Stan zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Okay, alles klar. Weiter geht's. That escalated quickly. Meine Güte. Ich glaube, die war hier nur auf der Durchreise, die arme Ratte. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Was ist das? Nicht gerade ein Land. Ist das ein ganzes Nest? Ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Dank Marco. Daran ist das Marco schon? Ja, also besser gesagt Shinra. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich. Ja. Widerliche Schweinebacke. Ist herzlich widerliche Schweinebacke. Also nett ist er nicht. Ah doch, doch, hier, guck mal. Die Verate hat wieder das Pünktchen und der Gastrit nicht. Der ist neu. Könnte schon stimmen. Was dann die beiden Teile allerdings waren bei dem letzten Gegner, keine Ahnung. Aber gut. Wirksam Eis, das habe ich nicht. Ein großes Insekt, das abgeschlossen in dunklen Orten als Habitat bevorzugt und in Tunneln und dem Inneren der Platte zu finden ist. Mit den Klebfäden aus seinem Maul spinnt es seine Beute ein. War das alles? Hauptsache Kugelmerz. Achso, nee. So, jetzt gucke ich mal. Ob das Ding jetzt, wenn ich es analysieren will, wieder einen grauen Punkt hat, weil dann betrachte ich die Theorie als bestätigt. Ich bin feindesgeschwächt. Ja, Gott sei Dank. Okay, ich verstehe. Na, dann ist alles gut. Dann verstehe ich das jetzt. Dann hauen wir jetzt alle kaputt. Keine Chance. Keine Chance. Nichts hält uns auf. Zumindest dich nicht. Die Königin. Auf Nummer sicher. Die eierlegende Königin einer Gastritten-Kolonie, die ihr Nachwuchs im Kampf befehligt. Sie kann Klebefäden aus ihrem Maul verschießen, um ihr Nest zu beschützen. Uiuiuiuiui. Ach so, weil du dich vorher gewundert hast, die FP sind quasi die Erfahrung deiner Materia. Wenn du eine Materia lange genug ausgerüstet hast, levelt sie dann auf. Genau, das habe ich jetzt schon verstanden. Am Anfang, als ich das erste Tutorial gesehen habe, habe ich das so verstanden, dass ich mehrere der gleichen Sorte ausrüsten müsste. Aber ich muss einfach nur... Ja, ich check schon. Okay. Cloud? Du bist irgendwie fast tot, sehe ich gerade. Wann ist denn das passiert? Verdammt! Und jetzt kann keiner... Ah ja, perfekt. Yeah.
spät. Da kommt zum Abschluss fürs große Finale nochmal. Irgendwelche letzten Worte? Das Beste war ziemlich gut im Futter. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Oh, Mann, war das widerlich. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal ein Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Oder vielleicht war er gar nicht fast tot und ich habe auf seine ATP-Leiste geguckt. Das kann sein im Eifer des Gefechts. Muss ich mich erst noch darum gewöhnen. Noch ein Bildchen. Immer der Schnauze da. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Hobby. Seht mal. Shinra versucht wohl noch sie loszuwerden. Warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrochen? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Wo kommt die her? Nachdem wir noch gefahndet. Habe ich den normalen Gardisten noch nicht analysiert, angeblich? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber scheinbar, also zumindest behauptet das hier gerade mein Scanner. Naja, Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde, patrouilliert sowohl auf öffentlichen Straßen als auch in den Einrichtungen des Konzerns. Oftmal handelt es sich bei Gardisten um Neurekruten mit wenig Training. Nein, ich wollte gerade sagen, ich muss den scannen, der explodiert gleich. Sein Rucksack brennt, aber es geht noch. Ach so, der ist jetzt auch gescannt. Aber Analyse ist eigentlich noch nicht hochgegradet, ne? Ach ja, whatever. Hauen wir alle kaputt, komm. Los geht's. Er sagt, weiter, 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 und sie sagt, erstmal verschnaufen. Was denn jetzt? Doch, okay. Lass uns sehen, wo wir sind. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahnhof. Da wollen wir hin. Und dann? Das ist ein Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Was ist los? Da lang? Ja, da lang. Okay. Ich meine, so viele Wege gibt es nicht, ne? Ich hätte es mir denken können. Ah, guck, jetzt habe ich hier ein blaues Licht und da drüben ein rotes Licht. Ja, jetzt endlich. Noch so ein Köter.
also noch auf dem richtigen Weg. Hä? Wo? Ah, da, ne? Genau, der Hund sagt schon. Du kannst bleiben, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stan. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Mist. Hey, wartet mal kurz. Hierher. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Na dann. Gut, dass wir dafür in Deckung gegangen sind, kurz. Da sind sie! Und die kann ich auch gleich noch analysieren wahrscheinlich, ne? Ja, Raketenwerfer analysieren. Sehr schön. Ein automatisches Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es rotiert auf einer lückenlosen 360-Grad-Überwachung. Was? Und schießt zielsuchende Raketen ab, sobald seine Sensoren Eindringlinge erfassen. Das sollte ihn am besten schocken. Ich habe leider keinen Schock, aber ich kann super Feuer machen. Auf die Feuerkerle? Das macht nicht viel Sinn. Ich mach mal Wind auf die Feuerkerle. Oder ich hau dir einfach mit meinem Schwert kaputt. Ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut. Und Barrett, du kannst schocken. Schock den Raketenwerfer A mal, bitte. Tiefer. Wie wär's mit... Keine Ahnung, Hakentritt. Ja, mich nervt es. Dass die auch daneben gehen können, wenn ich zu weit weg bin. Stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass hier ein optionaler Luftraum ist. Dachte ich auch. Mit einer leckeren Portion Gewitter. Ah. Ah, das hätten wir gerade eben für die Raketenwerfer brauchen können. Hey, mir fällt gerade ein, habe ich überhaupt Barrett schon? Ja, habe ich. Klar, sonst könnte er gar nichts machen. Aber vielleicht kann ich wirklich irgendwas austauschen. Was habe ich denn? Weil wirklich, Wiederbeleben? Ich brauche Wiederbeleben nicht. Ich benutze Wiederbeleben nicht. Wiederbeleben ist langweilig. Es darf einfach erst gar keiner sterben. Das ist das Geheimnis. So einfach geht das. Auto-Vita hat eh tiefer, das ist gut. Glücksboost finde ich auch interessant. Ach, Barrett kann Gewitter. Okay, cool. Aber jetzt können wir auch Gewitter. Finde ich gut. Barrett hat Gewitter und Heilen. Ja, Heilen sollte schon irgendwie jeder ein bisschen können. Halt verlorene TP, ne? Weiß ich nicht von mir aus. Frostauto-Vita. Okay, passt schon. Moment mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken bei Kampfberichte 3 von 4. Ach so, da kann ich noch... Den kann ich noch ab... Nee, den habe ich noch gar nicht beendet. Wende Spezialeffekte bei Gegnern im Schockzustand an. Okay. Puh, naja, das mache ich so. Das ergibt sich nebenbei, oder? Kommt die Musik her? Kommt die vom Verkaufsautomaten? Stamp hat seinen eigenen
Kindermusik-Intro-Song. Okay, cool. Finde ich das. Finde ich lustig, sowas. So viel Zeit muss sein.